Mein Name ist Uğur Altun. Ich bin seit 8 Jahren Busfahrer. An dem Tag habe ich eine kleine Pause gemacht mit meinem Kollegen zusammen am Wendlinger Hauptbahnhof. Und uns ist aufgefallen, dass einer die Bahngleise entlang läuft. Und wir sind davon ausgegangen, dass er alkoholisiert oder irgendwelche Drogen zu sich genommen hatte. Also so wie die Frau geschrien hat, bin ich schon davon ausgegangen, dass wirklich was Schlimmes passiert. Der Täter will die Frau vor die einfahrende S-Bahn werfen. Ich war schockiert, wo ich das gesehen habe, dass ein Mann einer Frau die an den Haaren gepackt hat und sie Richtung Bahngleise gezerrt hat. Und als ich dann gesehen habe, dass die S-Bahn einfährt, dann habe ich sofort reagiert. Uğur Altun muss nun auch seinen Kollegen vor dem aggressiven Mann retten. Gemeinsam gelingt es den beiden, ihn zu überwältigen. Ein Passant ist dazugekommen, er hat uns dabei geholfen und haben darauf gewartet, bis die Polizei gekommen ist. Und die Polizei hat auch viel Kraft aufwenden müssen, um ihn zu überwältigen. Der Täter wird abgeführt. Wie sich herausstellt, ist der 23-jährige Eritreer an Schizophrenie erkrankt. Er kommt in die Psychiatrie. Das Opfer hat zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten, steht aber unter einem schweren Schock. Ich denke schon, dass ich rechtzeitig da war, weil das waren wirklich Sekunden. Also wäre ich vielleicht 3 Sekunden später da gewesen, wäre die Frau nicht mehr am Leben.